Am nordöstlichsten Rande Bayerns gelegen, an der Grenze zu Thüringen und Sachsen, liegt das Städtchen Hof. Gut, das Wetter ist natürlich für die Hartgesottenen. Wenn man es in Hof schafft, schafft man es überall auf der Welt. Knapp eine 250.000 Menschen leben in dieser Region. Davon 45.000 in der Stadt Hof. In Hof gibt es gar nichts. Die Sonne scheint gar nichts hier. Und jeder 14. ist ein Student. Über 3.000 gibt es insgesamt. Ich bin Alex und studiere Master für Web Science. Ich bin die Isa und ich studiere Wirtschaftsrecht. Ich bin der Louis und ich studiere Wirtschaftsinformatik. Ich bin der Christoph und studiere Maschinenbau. Und ich bin Roland, Ihr Prof. Sie proben im Keller der Hochschule und nennen sich Niveau. 5 Studenten und ein Professor. Sie sind die Stars der Hochschule. Servus, ich bin der Christoph Hofmann, studiere in Hof Maschinenbau im 4. Semester. Und jetzt zeige ich euch die Hochschule und Hof. Hof ist an und für sich eine schöne Stadt. Wir haben diverse Kneipen und Schuppen. Wir haben den Schilderwald. Natürlich ein großer Magnet hier für die Studenten im Sommer ist der Untreusee, wo man sich gerne mal auf die Wiese setzen kann oder durchschwimmen kann. Wir haben hier ein sehr günstiges Studentenwohnheim. Wir haben kurze Wege, gute Busverbindungen. Es ist ein schöner Bau, gut ausgestattet und total modern. Mittelständische Unternehmen sind potenzielle Arbeitgeber für die Studenten. Die Hochschule sucht deshalb den Kontakt mit ihnen, auch auf dem Campus. Alle Jahre wieder kommt natürlich die Unternehmerbörse nach Hof. Das ist eine riesengroße Veranstaltung, die die Hochschule für ihre Studenten netterweise organisiert, um einfach mal den Kontakt mit den Firmen herstellen zu können, um sie einfach mal zu fragen, ob sie ein zukünftiger Arbeitgeber für den Einzelnen natürlich wären. Professor Roland Hechtfischer und Christoph kennen sich schon gut durch die Band. Aber in Hof erleichtert die familiäre Atmosphäre den Kontakt. Wir haben aktuell 3.200 Studenten und derzeit 81 Professoren. Das bedeutet, auf einen Professor kommen rechnerisch 40 Studenten. Und wir verfolgen seit jeher die Politik der offenen Tür. Und Sie können sich vorstellen, das ist wie eine kleine Klasse. Und damit ist natürlich eine sehr individuelle Betreuung der Studenten durch die Professoren gewährleistet. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof bietet 28 Studiengänge an. Sie bezeichnet sich selbst als Green Tech University, denn umweltrelevante Themen stehen hier im Fokus. Auch im Leitbild der Hochschule verankert die Ressourceneffizienz. Die Hochschule Hof ist in 3 Worten gesagt stellvertretend für Wasser, für Klimatisierung von Räumen und zum Thema Indien unterwegs. Wir haben hier das Bayerisch-Indische Zentrum, ein Hochschulzentrum, das Hilfestellung gibt für mittelständische Unternehmen, die nach Indien gehen wollen. Roshan Amasa berät die Mitarbeiter bezüglich indischer Lebensart und arbeitet hier als studentische Hilfskraft. Das Bayerisch-Indische Zentrum auf dem Campus ist bayernweit einmalig. Hier finden die indischen Studenten Unterstützung, vor allem bei Fragen zu Stipendien, Praktika oder Studienplätzen. Ich komme aus Indien, aus Bangalore. Ich heiße Roshan Amasa. Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere hier mein Masterstudium im Softwarebereich. Jeder Student hat diese Karte, mit der an der Hochschule Tag und Nacht rein kann. Gut für Nachteulen oder Frühaufsteher. Offene Hochschule ist in Hof nicht nur ein Schlagwort. Tatsächlich haben alle Studierende mittels Chipkarte 24 Stunden Zugang in die Gebäude. Auch zur Bibliothek mit ihren 65.000 Medien, den vielen PCs und Druckern. Auch der Lesesaal steht ihnen jederzeit zur Verfügung. Günstige Mieten und ausreichend Studentenwohnungen in Hof machen es Roshan leicht, hier sparsam zu leben.
Das ist für die indischen Studenten, die nicht aus wohlhabenden Familien stammen, auch ein Grund, hierher zu kommen. Denn die Gebühren der internationalen Weiterbildungsprogramme German Indian Management Studies und Software Engineering for Industrial Applications sind hoch. 2.500 Euro pro Semester. Roshan muss aber auch hier in Oberfranken nicht ganz auf seine Kultur verzichten. Jeden Mittwochabend trifft sich in der Campus-Turnhalle das bayerisch-indische Cricket-Team zum Match. Vielfältige Sportangebote gibt es aber auch für alle anderen Studenten in Hof. Und auch außergewöhnliche Freizeitangebote, wie Modellflugzeugfliegen, das Christoph und seine Maschinenbau-Kommilitonen besonders begeistert. Zum 20 Kilometer entfernten zweiten Standort der Hochschule Hof werden die Flieger zwar nicht gelangen, aber dorthin führt die Autobahn. Das fränkische Städtchen Münchberg hat Tradition. Seit 150 Jahren werden hier Fachleute für die Textilbranche ausgebildet. Ich bin die Ronja, ich bin 22 und studiere seit 2011 hier in Münchberg Textildesign. Gewählt habe ich den Studiengang, weil ich gern kreativ arbeite und schon immer viel genäht habe. Und es war ein bisschen Zufall auch, dass ich darauf gestoßen bin, weil er mir nicht so bekannt war. Aber ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich ihn gefunden habe, weil es mir einfach Spaß macht, weil sehr viele verschiedene Sachen angeboten werden. Man kann sehr viel ausprobieren. Studiengangleiterin Professorin Anita Oswald sieht gute Berufschancen für ihre Studentinnen. Textildesign ist ein sehr breit angelegter Studiengang. Wir bilden Designer aus, die auf textile Produkte und textile Materialien spezialisiert sind. Sei es die Bekleidung, sei es im häuslichen Umfeld, im Heim, sei es im öffentlichen Bereich, aber auch in der Transportbranche. Und das ist auch unser angesagtes Ziel, den Designern, die wir hier fertig ausbilden, auch diese ganzen Optionen offen zu halten und ihnen diese Möglichkeiten zu bieten, später im Berufsleben eben wirklich sehr vielfältig, kreativ und aktiv zu werden. Bei aller Liebe zum Handwerk. Angst vor neuester Technik darf man hier nicht haben. Die Designs zu entwerfen und dann umzusetzen in den Computerprogrammen, in ERT und dann eben auch an den großen Webmaschinen zu weben und das fertige Gewebe dann in der Hand zu haben mit dem eigenen Design, das ist einfach was total Schönes. Im Seminar Kollektionsgestaltung lernen die zumeist weiblichen Studentinnen die klassischen Bereiche der Bekleidungs-, Heim- und Objekttextilien kennen. Vom Entwurf bis zur Präsentation. Die jungen Designer erwerben hier wichtiges Handwerkszeug für ihren späteren Beruf. Wir sind jetzt hier im Fotostudio, wo die Judith jetzt dann die Taschen an sich tragen wird als Model von der Sarah. Das ist eine Bachelorarbeit von ihr und die Tina wird die Fotos dazu machen. Judith, du musst einfach viel mehr lachen. Ob als Model vor der Kamera, Fotografin, Designerin oder Stylistin. Im Fotostudio setzen die Studentinnen ihre Abschlussarbeiten in Szene. Nach dem Unterricht in Münchberg geht's für Ronja und ihre Kommilitoninnen in ihr Lieblingslokal. Derweil tobt sich Christoph im Hof mit seiner Band im Campuskeller aus. Da wird dann schon mal aus Highway to Hell der Highway to Hof. Im nordöstlichsten Landstrich Bayerns ist doch mehr los, als manch einer denkt.